Hallo zusammen und willkommen zu meinem letzten Test von Project Gorgon. Und ja, ich habe es primär genommen, weil es meinem Namen so sehr ähnelt. Und weil es halt ein doch noch recht pixeliges, oldschool wirkendes Online-Spiel ist, das gerade so ein bisschen trendet. Also zumindest habe ich auf Steam mal nach Online-Spiel geguckt und da war es irgendwie auf der zweiten Seite. Was für so ein Projekt ja nicht schlecht ist, weil das ja nicht unbedingt die riesigste Zielgruppe hat. Aber ich falle halt in die Zielgruppe. Und ich möchte mit euch einfach mal blind reinschauen, gucken, was es so bisher zu bieten hat, ob es sich lohnt, länger zu spielen. Für mich das ausschlaggebendste Argument war der Name. Und dass es sehr grindig sein soll und man alle Skills lernen kann. Also nicht so à la Ultima Online Sorry mit 600 Punkten und das sowas mag ich halt nicht so gern. Ne, auch wenn es dann sehr lange dauert, ich würde gerne alles können und einen Charakter immer weiterentwickeln können. Und nicht immer warten müssen, bis ein nächster Content-Patch kommt, dann innerhalb von ein paar Wochen alles machen und dann wieder warten, bis der nächste Content-Patch kommt. Ja, gucken wir mal rein. Also, ich spiele meistens Menschen. Und was Plattenpanzer und so angeht, habe ich mich ja schon mal zu geäußert. Also nehme ich sie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Auflösung jetzt schon auf Max ist. Das sieht so aus, als wäre die Auflösung zu niedrig. Ich gucke da mal in die Einstellung gleich rein, wenn wir im richtigen Spiel drin sind. Ich habe jetzt einmal das Spiel nur gestartet vom Launcher aus und hatte bisher noch keine Option, irgendwas einzustellen. Das gucken wir dann. Das sieht ganz schick aus. Ich hätte gerne ein ganz normales. Das sieht zu grün aus. Na komm, wenn wir alles sein können, dann können wir auch einen Talana spielen. Die dann ganz zufällig auch noch ein bisschen Kampfkunst lernt und Rüstung und alles. Schließlich hatten wir ja auch bei Dark Souls schon Talana, eine Pix-Talana und eine Platten-Talana und alles andere auch. Das geht schon. Ja, also es gibt noch irgendwelche anderen Rassen. Okay, noch nicht wirklich viel. Menschen, Elfen und das da. Irgendwelche Furries. Oh, muss ich wieder einstellen. Zwerge kommen noch, Orks kommen noch und Feen muss man irgendeine Quest abschließen. Na gut, ich stelle die Haare kurz wieder ein. Name wurde gespeichert, ja. Und Gesicht brauchen wir irgendwas, was nicht ganz so. Hier gibt es auch noch keine. Ja, anscheinend sehr, sehr alfierig. Aber mal gucken. Character Name is already in use. Willst du mich verarschen? Okay. Ashlyn. Das kurz ändern. Character Name is already in use. Ja, dann müssen wir wohl doch ein Männlein spielen. Bart. Oh, männliche Werte. Oder auch nicht. Ja, nee, dann nehmen wir mal. Gucken wir mal, ob Markus. Markus wird wahrscheinlich auch schon vergeben sein. Markus hat eher dunklere Haare. Hast du mehr Gesichter? Nein. Markus ist auch schon vergeben. So, jetzt, ne? Letzte Chance. Was? Oh, okay. Finish his mind wipe and prepare him for transit. Gerogon will be my pet. Irgendwas? Also wir haben anscheinend unser Gedächtnis verloren. Ein Trope, das immer wieder auftaucht in Büchern, Filmen und Serien. Wow, das sieht nicht gut aus. We'll give you 60 Sekunden Combat Training und dann kannst du selber machen, was du willst. Es liegt in der Nähe ein Backpack mit Kram. Es hebt ihn auf. Okay. Ja, ja, ja. Warte, erstmal will ich hier. Das ist ein Pass of Exile Start. ja, erstmal gucke ich ganz kurz in die Settings, ob ich vielleicht irgendwie das anders einstellen kann. Genau, oh ja, 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 ja. Turn off Auto Adjust, ja. Ne,
Ja gut, so viel besser sieht es auch nicht aus. Hm? Ich hätte gern ein borderless Fenster. Mal gucken. Dann halt so. Brighter World? Nein. Experimental Optimization? Sieht auf jeden Fall schon mal ein Ticken besser aus. Nicht wirklich viel, aber ein Ticken. Drop Backpack. Take. Du hast was zu essen und ein Schwert gefunden. Ess das Essen und rüste das Schwert aus. Drücke den Rucksackknopf auf der rechten Seite. Schub. Und dann rechts auf das Essen. Warum soll ich das essen? Also die Frage, in manchen Spielen ist Essen zum Heilen da, andere zum Buffen und so. Für eine Stunde, nachdem du das Essen gegessen hast, wirst du schneller Lebenspunkte und Power regenerieren. Essen? Es gibt einen Essensskill. Okay. Moldy Ancient Schwert, ja. Es sind ein paar alte Skelette in der Nähe. Geh zu ihnen hin, klicke auf ein und drücke den Schwertknopf. Eins. Okay, Sword Slash. Warum ist da eine Katze? Achso, Pets. In der Demo-Version kannst du nichts aufsammeln, was andere Spieler gedroppt haben. Achso, ja, das muss ich gucken. Also man kann auf Steam einfach so das Spiel runterladen. Es gibt eine kostenlose Demo, die ich jetzt auch gerade spiele. Und je nachdem, wie gut das Spiel nachher ist, wechsle ich dann eventuell auf das volle Spiel und spiele es mit euch weiter. Du hast die Parieren-Fähigkeit gelernt. Okay, deine neue Parierenfähigkeit verringert den Ragewert eines Monsters. Das ist dieser lilane Balken. Wenn ihre Rage voll ist, können sie Spezialattacke machen. Okay. Okay, und das soll wohl erstmal reichen. Nimm Knochen und komisches Hemd. Das ist wahrscheinlich dieses Urinhemd, das da immer schon auf dem Boden lag. Rüstung plus 12. Lebenspunkte von Combat Refresh. Aber mal anziehen. Wird auch oh Gott. Also es wird schon mal angezeigt auf den Charakteren, dass sie andere Rüstung anhaben. Das ist gut. Allerdings ist es ja noch recht grenzwertig. Aber von Grafiken lasse ich mich nie abschrecken. Ja, und da hat sich gerade diese lila Balken gefüllt. Und als ich das Parieren gedrückt habe, ist der Balken runtergegangen. Und es verringert wohl auch deren nächste Attacke. Hat allerdings einen Cooldown, wie man es aus anderen Spielen kennt. So, wir haben noch ein Ionenstein anscheinend. Hui! Ja, das ist ein Ionenstein. Für die es nicht kennen, in Dungeons & Dragons, zumindest bei Baldur's Gate damals, gab es halt verschiedene Ionensteine. Das sind schützende Steine oder die Stats geben, die halt um einen rumschwirren. Im Pen-and-Paper-Spiel kann man davon, glaube ich, 3 oder so haben. Ja, ist halt sehr abgefahren. Aber gut. Es geht schön schnell, das Kämpfen. Ich muss sagen, dieser blaue Rahmen gefällt mir nicht so ganz. Vielleicht kann man das noch irgendwo ausstellen. Mal in Optionen. Es ist gerade ein Examen vorbeigelaufen. Ne, ist ein Typ in Kettenrüstung. Warum trägst du so hautenge Kettenrüstung und läufst hier im Mühlgebiet rum? Na gut, nimm mit. Kann ich einen Helm und Ionensteine tragen? Nein, zählt Kopfslot. Ich bin gerne auffällig drin. So. Okay, ich gucke mal, ob ich diese blauen Grünen da wegmachen kann. GUI. Q.
Quest Tracker. Overhead Labels? Nein. Da weiß ich jetzt nicht, wo das genau ist. Was müssen wir gucken? Es gibt auf jeden Fall schon mal sehr schön viele Einstellungsmöglichkeiten. Das gefällt mir. You briefly mourn. Gibt keinen Skill für Trauern, huh? Okay. Dann kann ich auch weiter. Guck mal, ob ich irgendwie. Du hast 7 Erfahrungspunkte in Schwert bekommen und 1 in Ausdauer. Was genau bringt mir das? Ich gehe mal kurz weg von den Skeletten hier. Kann ich mit Shift laufen? Nein, mit Shift kann ich gehen. So, Escape das da oben weg. So, wir haben einen Stufenaufstieg, da blinkt ganz viel komisches Zeug. Crafting Caravan. Das ist ein Event. Irgendwelche Game-Tickets, Super-Loot-Mode. Du hast eine höhere Chance, besondere Gegenstände zu finden. Das ist gerade ein Event. Wahrscheinlich, weil es Wochenende ist. Haben ja recht viele Online-Spiele. I ist Inventar. Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten können hierhin gedragt werden. Wir haben bisher... Dig Deep. Wir kriegen Power. Ich weiß nicht genau, was was ist. Wir haben hier Power, wir haben da Metabolismus, wir haben Rüstung und Lebenspunkte. Many Cuts. Achso, wir brauchen noch mehr Erfahrungspunkte, um die nächsten Fähigkeiten freizuschalten. Okay. Waffenlos, Frontkick, Barrage, Cobra Strike. Ich folge mal der... Ah, man kann das resizen, das ist gut. Speak to Eric, any caravan member. Nee, das ist das Spezialevent. Und hier liegt Zeugs rum, aber das darf ich nicht aufheben, weil ich halt ein... Ja, Demo-Account bin. Ich würde ganz gerne mal gucken, ob und oder wie wir jetzt Magie lernen können zum Beispiel. Haben Endurance bekommen. Das bringt mir was genau? Ah, das sind meine Skills. Wo sind meine Stats? Das ist die Karte. Persona. Also es gibt schon mal nicht so super viele Slots. Das ist überschaubar. Movement Speed, Inventory Slots, Current Community. Debugging, is male, is beast, is undead, is lykantroph. Achso, das habe ich in dem Steam, in der Steam-Beschreibung auch gelesen, dass man hier auch Sondersachen bekommen kann. Ah, dass man Werwolf wird oder Untot und so eine Sachen. Hallo, Rigger. Er sieht depressiv aus. Oh hey, du bist die Leiche, die an den Strand gespült wurde. Schaut aus, als wärst du nicht tot. Nun, wir kommen auf Höllenland. Es gibt keinen Weg runter von dieser Insel und wirst bald sterben wie alle anderen. Nettes Haus? Oh, dieses alte Ding. Nun, das Bett ist meins, aber du kannst auf dem Porch ist Eingangsbereich oder so schlafen. Die Skelette kommen hier nicht hoch, also wirst du sicher sein. Warte, wer bin ich? Die alten Krähen nannten dich, oder alten Frauen, das ist glaube ich ein abwertender Begriff für ältere Frauen. Nannten dich Hexen können wir sie nennen. Ja. Nannten dich Gerogon, als sie dich hierher gebracht haben. Eine von ihnen sagte, du wärst vielleicht ein Prodigy. Aber nun, ein Prodigy wäre nicht hier und ihre Gedanken wären nicht gelöscht worden. Was ist ein Prodigy? Wow, du wurdest ziemlich krass entmindifiziert. Also Gedanken gelöscht. Wurde es etwa nicht? Armer Bastard. Ein Prodigy ist jemand, der mit einem von 4 Geschenken geboren wurde oder Fähigkeiten geboren wurde. Dinge wie Superlernen oder starke physische Stärke. Aber mach dir keine Sorgen darum, du bist keiner.
Na gut, er wird davon nicht so viel wissen. Wir gucken uns hier weiter um. Oh. Flup. Klauen wir dem Mann einfach mal seinen Löffel. Spoon ist 10 wert. Ein ekliger, antiker Löffel. Nicht sehr viel wert, aber vielleicht findest du ja einen Löffelhändler oder sowas. Wahrscheinlich eher nicht, ja. Ist einfach nur Müll. Textbook. Geh davon weg, das ist meins. Achso, noch was von der Steam-Seite, womit es sich quasi rühmt, ist das Droppen von Gegenständen und Beschreiben von Gegenständen, also auch Bücher und dergleichen. Also kann man auch so mit der Welt interagieren, was ja nicht jedes Spiel macht. Was ich persönlich jetzt nicht so super wild finde, aber okay. So, neue Fähigkeit. Bisher haben wir wenig Kontrolle darüber, wie sich der Charakter entwickelt, außer das, was für Skills wir halt nutzen. Also wenn ich jetzt eine Zweihandwaffe nehmen würde, würden wir Zweihandwaffen skillen. Aber ich kann jetzt irgendwie keine Perks auswählen oder Stats erhöhen oder dergleichen. Aber vielleicht sind die Stats auch gebunden an die Skills. Also wenn wir jetzt schön viel Nahkampf machen, dann trainiert sich Endurance, wie eben gerade auch. Ja, hier, Endurance. Zeig mal Skills Endurance. Die Fähigkeit, schwere Lasten zu tragen, ohne müde zu werden. Ja, hier blinkt das die ganze Zeit. Die häufigste Art und Weise, Endurance zu steigern, ist einfach nur Rüstungsschaden im Kampf zu nehmen. Also wenn ich mich länger prügeln lasse, bringt das mehr. Gourmet. Die Kunst darin, das wertzuschätzen, was du isst. Jeder Level in Gourmet erhöht die Dauer von Mahlzeiten um 30 Sekunden. Und man kriegt halt mehr Erfahrungspunkte davon, wenn man was isst, was man noch nicht vorgegessen hat. Ja, gut. Gucken wir uns mal weiter um. The Biggest Mulch Tombstone. Achso, das ist ein Spieler. Gehen wir mal nach ganz oben. Da wird schon irgendwas sein. Das ist der Turm, wo wir jetzt eben gerade auch schon waren. Ne? Nur weiter oben. Das ist ein neuer Turm. Hi, Elmetab. Ich erinnere mich an dich. Gerogen, right? Achso, die hat es einfach nur verändert, damit es absichtlich falsch klingt. Sehr schön. Du kennst mich? Natürlich kenne ich dich. Ich vergesse niemals dein Gesicht, aber den Namen anscheinend. Du warst wesentlich jünger damals. Aber ich denke, so funktioniert halt Zeit, ha? Meine Erinnerungen sind weg. Schon wieder ein Gedankengelöschter, hm? Diese verdammten Hexen haben bereits ein Dutzend oder so Leute hier verstreut. Ich hoffe mal, es sind ein paar mehr als ein Dutzend, sonst wäre das Spiel ganz schön leer. Wie kommt man hier weg? Nun, du könntest schwimmen. Nein, das war ein Witz. Du könntest auf einen Elfenfreund warten. Kommt alle paar Jahre. Gibt es nicht noch einen Weg? Wenn du noch dein Magietraining hättest, könntest du teleportieren. Kannst du mir beibringen, wie man teleportiert? Okay, also jetzt lernen wir wohl, wie Magie funktioniert, was ich gut finde. Weil man ja nicht unbedingt einen Kämpfer spielen möchte, sondern vielleicht auch einen Magier. Obwohl man ja angeblich alles können sollte. Super, wie fangen wir an? Nun, zuallererst brauchst du einen Amethyst als Katalysten und ich habe keine Edelsteine mehr. Also es muss irgendwo welche geben. Ja. Finde einen Amethysten und ich zeige dir, wie man sich teleportiert. Versuche die alten Teleportationsplattformen zu untersuchen nach fallengelassenen Edelsteinbeuteln, weil wir alle unsere Edelsteine fallen lassen. Okay, das machen wir. Können wir die vorher noch irgendwie ausrauben? Ich kann testen, ob es Fallschaden gibt. Wie geht's Leitern hoch? You start to climb up, but it seems immediately apparent that... Okay, man kann nicht hochklettern.
Also einfach nur benutzen. Dann wären wir wahrscheinlich hochteleportiert worden. So, Fallschaden? Fragezeichen. Ne, war nicht tief genug. Oh, ja, ich hab die Gargoyle. Ah, keine unsichtbaren Mauern. Sehr gut. Ich aggro jetzt die ganze Insel. Oh, oh, ich bin gleich tot. Du bist gestorben. Aber lass diese Erfahrung dich nicht auf den dunklen Pfad der Rache leiten. Oder Mars. Könnte auch Spaß machen. So, wir wurden vergiftet. Es gab 50 Todeserfahrungspunkte. Bonus-Ex für den ersten Tod. Für diese Art von Tod. Also man sollte möglichst alle Todesarten ausprobieren für Bonus-Erfahrungspunkte. Interessant. Wir behalten unsere Ausrüstung. Okay, dann zieh nochmal die Schuhe an. Den Rest würde ich dann ganz gerne verkaufen, wenn es irgendwo einen Händler gibt. Flasche. Ah, kann schwimmen. Eine Flasche, wo nichts drin ist. Okay. Bisschen Schwimmskill. Kann man tauchen? Es gab da gerade eine Anzeige für Atmung, also kann man wohl irgendwie runter. Ich weiß noch nicht wie. Glocke. Du läutest die Glocke. Das Geräusch verhält sich komisch, vielleicht magisch, aber es gibt keine Reaktion. Also vielleicht kann man später, wenn man das Tutorial hier beendet hat, dann irgendwie so weiterreisen. Oder ein Boot beschwören oder irgendwas in der Richtung. Na gut, ich suche Teleporter-Plattformen. Oh. Ich wurde gerade beleidigt. Oh, warum blinkst du so komisch? Ah, weil der besonders ist. Der ist blau. Mein jetziges war irgendwie weiß. So, Ressourcen sammeln, pick up. Mycology. Jetzt hat mich schon gewundert, ich dachte zuerst, oh, es gibt aber ganz schön wenig Skills in dem Spiel, aber die ploppen wohl erst auf, wenn man sie anwendet das erste Mal. Und jetzt haben wir gerade Mycology bekommen. Das ist die Kunst, mit Pilzen umzugehen. Ja. Es gibt Max Power und Alchemie Skill, wenn man das steigert. Aber die sind wohl auch miteinander verwoben, die Skills. Ich guck grad nochmal. Armor Regeneration außerhalb des Kampfes permanent. Wenn man das steigert. Alles steigern. Und je mehr Skills, desto besser. So, nee, ich wollte die Skelette nicht angreifen. Lavara. Darf ich deine Kiste hier aufmachen, Lavara? Da willst du wohl ran, hä? Hi. Sie scheint müde, gelangweilt und dreckig zu sein. Hm, schon wieder einer. Versuchst du meine Kiste reinzukommen, hä? Huh? Na gut, versuch's ruhig. Du musst zuerst die Schlüssel bekommen. Favor Levels. Lavara, like many characters you will meet, has a Favor Level. Achso, also wenn man Quests für sie macht, dann mag sie einen mehr. Und dann gibt's neues Zeug. Genau, jedes Favor Level hat eine Belohnung. Wie besondere Gegenstände, neuen Skill oder eine neue Art und Weise, mit einem Charakter zu interagieren. Wie komme ich in die Kiste? Sie hat den Schlüssel zu meiner Kiste in ein Training-Dummy getan. Es gibt ein Trainings-Dummy auf der anderen Seite der Insel, aber es ist magisch und kann nicht beschädigt werden. Also ich denke, dass das Ding zu zerstören eine Art von Puzzle ist. Vorschläge? Pfeile funktionieren nicht, Schwerter funktionieren nicht. Es schlagen scheint auch nicht zu funktionieren. Also braucht man wahrscheinlich Magie. Irgendwas, was ich für dich tun kann.
Ich denke, wenn du irgendwas über die Insel. Ich denke, wenn du irgendwas lernst über mich, wenn du die Insel verlässt, kannst du kommen und es mir sagen? Wir gehen zusammen los? Nein, du bist nicht mein Typ. Ich brauche deine Hilfe nicht. Und ich kann jederzeit gehen, wenn ich möchte. Ich will nur nicht. Die Dialoge sind ein bisschen anders, als ich das so gewohnt bin. Vor allem auch das mit dem Fluchen und so. Aber okay. Ein Geschenk geben. Okay, wir haben nur keine Sachen, die als Geschenk gelten. Doch, Knochen. Hier, Knochen. Oh, danke. Also, ich mag Knochen. Das ist ein Dunkelelf. Oh, ich habe gerade alle Knochen gegeben. Und nur die Sachen, die so funkeln, sind als Geschenk hervorgehoben. Also, ihr könnt jetzt ganz viele Knochen sammeln und ihr geben, dann mag sie uns irgendwann. Aber es wäre echt viel. So, also hier drin ist irgendwas Tolles. Und der Schlüssel dazu ist in einer Trainingspuppe. Und für die Trainingspuppe brauchen wir... Oh, Ratte. Und für die Trainingspuppe brauchen wir die Kunst, magische Schadensarten zu verursachen. Und dafür brauchen wir den Amethyst. Und die Amethysten sollen auf irgendeine Art... Sie runterziehen, genau. Bei irgendwelchen Plattformen sein. Also ich gucke mich jetzt weiter auch noch die Plattformen. Und soweit gefällt es mir. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die blaue Box. Aber das finde ich noch raus, wenn das wegmacht. Und das ist genau die Art von Spiel, die ich mag. Ein bisschen open-worldig. Also jetzt schon. Schön viele Skills, man kann grinden. Und es ist alt. Also es sieht zumindest alt aus. Das heißt, ich denke, ich werde das Projekt weitermachen. Sword Skill Level Up. Vielleicht steht sie auch auf Spinnenbeine. Oh, Gift. Wir haben keine Möglichkeit bisher, uns zu heilen. Wo stehen die Buffs? Ja, da habe ich noch keine Anzeige für gefunden. Also, wo jetzt die Buffs und Debuffs stehen. Das erhöht Power. Power verbrauchen wir beim Zuschlagen, richtig? Punch. Basic Nick. No Loot. Die Ratte. No Loot. Okay, weiter. Das da sieht besonders aus. Ein Obelisk. Was bist denn du für einer? Schön, dass es nochmal ausgesprochen wird. Du hast eine Erdbeere dabei, sehr gut. Also, Obelisk. Touch Obelisk. Oh, Koordinaten. Ich brauche Stift und Papier. Die erste Koordinate ist 6. Oh, es gibt auch ein Notizblock. Quest Button on the right. Was ist denn der Quest Button on the right? Quest Lock. Notepad. 6. Ja, ist einfach nur Notepad. Gut, mal schön. Spar ich mir meine Karteikarten. Squee! Käse? Ja, Health Regenerate 24 per Update. Käseart, semi-hard. Oh fuck. Also es gibt mir wieder meinen kulinarischen Skill, ne? Hau rein. Nom, 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 nom. Das war ein Höhlenkäse. Wir haben ein Level Up in Gourmand bekommen. Dazu essen wir jetzt eine große Erdbeere. Das gab anscheinend nicht so viel. Hm. Ah, da oben ist was Aktives. Das ist die Buffleiste. Plus 4. Super Loot Mode ist aktiv. Super Nelida Armor. Free Game Tickets und Crafting Karawane. Hm. Oh, sie sind schon tot, ne?
Das heißt, andere Leute können Viecher töten und wir können die noch looten. Killer Muan. Also man kann, oh, wie hieß das? Ah, ich habe Everquest immer im Griff für. Also erstmal gab es Killstealer. Das heißt, wenn man irgendwas angreift und es fast tötet und jemand anderes staubt es dann ab. Das sind die Killstealer. Aber es gab auch welche, die dann Ninja-Looter, genau. Also man killt und killt und killt und ist beschäftigt und da liegen irgendwo noch Leichen von einem rum, die aber eigentlich einem gehören. Da kommt ein anderer Spieler an und schnappt sich das einfach weg. Das geht hier. Und das finde ich gut, weil es realistisch ist. Oh, Fisch. Weil sonst wird es halt normalerweise an einen anderen Spieler gebunden. Das heißt, wenn ich was umbringe, darf nur ich das looten. Was natürlich fair ist und so, aber es ist halt super unrealistisch. Also eine Kiste. Dürfen wir nicht. Pedestal. Touch. Passiert nichts. Das wird ein Schnellreisesystem sein, oder? Warum ist das schon wieder so ein Löffel? Takes Boom. Oh, es gibt doch einen Löffel-Fetischisten, oder? Sonst würde es nicht schon wieder einen Löffel geben. Northern Pedestal, Western Pedestal. Ah, ist das vielleicht ein Rätsel in der Reihenfolge? Keine Ahnung. Da ist ein Aas. Sie war fleißig. Oh, ein Dino. Anscheinend steht sie nicht so drauf zu looten. Hm? Ich nehme das alles mit als potenzielle Geschenke für unsere depressive Elfenfreundin. Toughen Skeleton Guard. Schaffe ich dich? So sollte ich die neue Fähigkeit mal nutzen. Dieses Flurry-Ding da. Und mehr auf die Cooldowns achten. Warum geht eigentlich meine Rüstung runter? Magisch. Requires Schwert Level 10 und unbewaffnet 10. Windstrike deals extra Damage. Okay, also RNG Loot mit verschiedenen Tiers an Loot, die man bekommen kann. Scheint es zu geben. Ich denke, es wird aber oder sein und nicht und. Das wäre komisch, wenn man 10 Schwertskill bräuchte und 10 unbewaffnet. Wo ich wahrscheinlich eh alles nach und nach lernen werde. So, die Teleporter-Plattform, die wir suchen sollen. Ich weiß noch nicht ganz, was das sein soll. Es werden nicht diese... Oh, das dritte ist 1. Quest? Nein, das ist Support. Quest? 6. Unterstrich 1. Unterstrich, keine Ahnung. Auch wenn wir noch keine Ahnung haben, wo wir das eingeben müssten am Ende. Das könnte eine Teleporter-Plattform sein, huh? Examine. Weird swirly stuff is coming out of it. Looks like magic. Also komisches, sich drehendes Zeug kommt da raus. Es scheint wohl irgendwie magisch zu sein. Und da ist der besagte Sachs mit dem Amethysten. Das heißt... Oh, toter Magier. Ohne Loot. Oh. Mehr Pilzskills sammeln. Gut. Das heißt, ich sollte jetzt zurücklaufen zu dem Elfen, damit er uns Magie beibringt und wir dann das Magiesystem mal sehen können. Aber wahrscheinlich wird es einfach nur Power verbrauchen. Ja, Mykologie. Und da Mykologie Alchemie steigert, wird es Alchemie geben. Und da wir gerade irgendwie Crafting-Karawanen-Woche haben, wird es auch recht viele Crafting-Skills geben. Nehme ich mal an. Also scheint jetzt schon recht viel drin zu haben. Aber die Grenzen wird man auch nicht so schnell sehen in so einem Spiel. Also wie viel Content wirklich schon da ist. Das heißt, ich werde jetzt noch mit euch zusammen in diesem Video mitnehmen, das Magiesystem angucken. Dann mache ich erstmal einen Stopp
weil das sollte so als kleinen Einblick für euch schon mal reichen. Und danach werde ich dann regulär weiterspielen und eventuell eine Let's Play-Serie draus machen. Mal gucken. So, ich glaube ungefähr in die Richtung war der Turm, ne? Alles. Was war das? Genealogy Chart. Ein Ausschnitt eines Familienstammbaums. Da blinkt schon wieder was. Ich glaube, ich könnte irgendwas leveln. Ich weiß nur nicht wie. Vielleicht beim Lehrer? Special Abilities. Das haben wir noch nicht. Was ist noch ein Beispiel? Diese, ah ne, es kann dahin gezogen werden. Archery Dying. Was bringt es, wenn wir häufig sterben? Max Lebenspunkte und Nekromantie. Das macht Sinn, ja. Das heißt, wenn man Nekromant spielen möchte, dann sollte man alle verschiedenen Todesarten sehr persönlich kennenlernen. Charmant, okay. So, ich will aber zum Turm zurück. Oh, hier ist noch mehr Krams. Ein unterernährter Wolf. Haul. Gibt es eine Belastungsgrenze? Also es gibt eine Anzahl an Slots, die man haben kann, ja. Gibt es eine Belastungsgrenze? Dieser komische Gegenstand scheint nicht zu funktionieren, aber es wäre besonders cool, wenn es funktionieren könnte. Stand er gerade echt cool. Ja, da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also von den Schimpfwörtern und dem Fluchen und dieser modernen Art von Sprache in so einem Fantasy-Spiel. Bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Stand. Ah, Zustandveränderung. Stimmt, ich sollte hier oben auch mal drauf achten. Windstrike. A flurry of slashes that does extra damage to vulnerable targets. Und ein Folgeschlag wird besser. Also man kann dann wohl auch irgendwelche Sachen kombinieren, was sinnvoll ist. Also mache ich jetzt am Anfang so ein Whirl Strike und danach den... Ja, super. Okay. Und da stand auch gerade vulnerable, also anfällig für Angriffe. So, da oben ist der große Turm. Hinter. Nicht von den ganzen Gegnern ablenken lassen, den müssen wir auch nicht töten. Oh, Schriftrolle. Begräbnisgedicht aufgehoben. Das ist bestimmt von den depressiven anderen Elfen. Ein Gedicht geschrieben von einem Geliebten für ein verstorbenes Familienmitglied. Es ist wahrscheinlich nicht besonders gut. More info. Unknown recipe. Ein optionale Ingredienz in den folgenden Rezept. Unbekannt. Also es hat irgendwas mit Feen zu tun. Die stehen auf Gedichte? Keine Ahnung. Hi, wir haben Amethyst für dich. Perfekt, jetzt setz dich hin und ich erkläre dir die Grundlagen der Teleportation. Learning Teleportation. Okay. Dum-di-dum. Tada! Bind Circle. Binde deine Seele an einen Teleportationszirkel, sodass du dorthin zurückteleportieren kannst mit Teleportationsmagie. Okay. Da hast du es. Jetzt weißt du die Grundlagen und solltest die Teleportationsplattform nutzen können. Was mache ich als nächstes? Es gibt ein paar Teleportationsplattformen auf der Insel. Hoffentlich funktionieren sie noch. Finde einen davon, binde dich an ihn mit dem Amethysten und dem Salz, das ich dir gleich gebe. Crafting Button. Bind Circle. Oh, es gibt da noch eine Sache. Was denn? Es gibt eine kleine Chance, dass
dein Amethyst explodiert, wenn du ihn benutzt. Das klingt ungut. Das ist absolut normal. Nicht, dass man sich darüber schämen müsste. Wann auch immer du einen Teleportationsspruch sprichst, gibt es den 20% Chance, dass der Edelstein explodiert. Deswegen solltest du immer ein paar mehr dabei haben. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt... Hops. Wir haben mehr HP als vorher, kann das sein? Oh. Ich... Was? Bin ich unter Wasser? Ja, ich war unter Wasser. Und da ist noch ein Löffel. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist. Genau, ich überlege mal, ob das geht. Anscheinend ist die Spinne genauso schnell wie ich. Also weglaufen ist jetzt nicht so gut. Vielleicht, wenn man später schneller ist oder man stärker ist und die keinen Bock mehr haben, einzugreifen. Und da war gerade ein Schild, richtig. Equip. Equip. Ich zähle noch als im Kampf wegen Gift. Okay. So, Teleportationsplattform. Da ist eine. Aber das war jetzt leider nur Teleportationsmagie. Nicht richtige Magie. Dass man mal, ne, Kampfzauber sieht oder ähnliches. Ist noch ein bisschen schade. Also jetzt sollten wir ins Crafting-Fenster gehen. Bind Circle. Binde deine Seele an einen Teleportationszirkel. Man braucht 3x Salz und ein Amethyst. You must be near a Teleportzirkel. Ach, das ist gar kein Teleportzirkel. Nein, das ist eine komische Plattform. Die, nee. Ja, dann waren das die Dinger weiter im Osten. Ja, Leichen lasse ich jetzt auch mal so liegen, wie sie sind. Das braucht zu lang. Die Dinger da vielleicht. Diese Rahmen. Sonst müssen wir auf der Karte mal gucken, ob das da irgendwo mal... Oh, es ist echt nicht groß, ne? Newbie-Insel halten. Kann ich sie eine Markierung setzen? Ich kann sie eine Markierung setzen. Sehr gut. Also es hat schon mal viele kleine Details, die ich mag. Wobei ich leider sagen muss, dass es ein bisschen happig ist, wie teuer das Spiel in der Komplettversion ist. Touch. Kann ich hier craften? Nein. Also Teleportationszirkel ist nochmal was anderes. Es sind nicht diese Rahmen, es ist nicht das große Ding mit der Plattform, sondern nochmal was anderes. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in der Nähe von dem Turm allerdings ist. Einfach nur so Gameplay-mäßig, weil es halt eine wichtige Position ist und da wird dann so ein Teleportationsteil sein. Also laufe ich dahin zurück. Genau, was ich mir schon happig fand. Ich kann mal kurz gucken. Ja, 34 Euro. Für ein Spiel, das noch Early Access ist und was halt grafisch nicht so der Burner ist und vermutlich nicht so riesig werden wird, ist das schon ganz schön viel verlangt. Aber das ist halt, um den Entwickler auch zu unterstützen. Nur, dass ihr da nicht zu sehr geschockt seid. Ich weiß auch nicht, wie weit man diese Demo hier spielen kann. Ich denke mal nur diese Insel hier. Aber da könnt ihr einfach dabei bleiben. Ich werde mich nochmal melden. Wahrscheinlich auch alles schön aufnehmen. Und dann werden wir ja merken, wann ich weiterspielen kann. Oder wann erste Grenzen aufgezeigt werden. Also vielleicht irgendwelche Skill Caps oder ähnliches, die man in der Demo nicht überschreiten kann. So, Teleportationszirkel. Achso, mein Map-Ding da. Kann ich so wieder löschen? Löschen? Ja, weg damit. Also ich könnte aber hier eine Markierung machen für Lavara. Lavara NPC. Safe. Ja. Und dann hier eine Markierung machen für Debris 11 und, ne? Westlich von mir ist der Startpunkt. Ich guck mal da in die Nähe. Tote. Da ist noch irgendwas Leuchtendes, Rötliches.
Sehen Lager vielleicht? Das Ding da sieht richtig aus. Bist du ein... Was? Oh, erst töten, dann gucken. So. Search. Jo. Das ist einfach nur Deko. Ich glaube, es ist einfach nur Deko. Oh. Ja, und halt keine unsichtbaren Wände. Ist auch ein guter Faktor. Flup. Schatten fehlen mir noch, fällt mir gerade auf. Au, ja. Also auch wenn Schatten sehr viel kaputt machen können. Ey. Wirkt es halt so noch ziemlich hell irgendwie. Ultra Advanced Options. Shadow Distance. Grass Distance. Man kann ja alles hier einstellen. Terrain Shadow. Ich sehe keinen Unterschied. Bloom. Fällt beim neuen Start. So, Teleporter-Plattform, wo bist du? Ah, das ist die Hausgeschichte. Oh, Apfel. Foraging, neuer Skill. Sehr gut. Genau, hier haben wir den ersten Löffel geklaut. Das war wohl gar nicht sein Löffel, sondern die Löffel stehen hier einfach nur so rum in der Welt. Und es gibt irgendwo einen NPC, der gerne Löffel haben möchte. So, hier kamen wir an. Ja, wir sind so mächtig geworden, dass wir hier alles one fast hitten können. Nicht wirklich. Und hier ist natürlich kein Teleporter. Menno. Oder bist du was? Du bist auch eine Lichtquelle, ne? Ja, Bind to a Teleport Circle, sagt er. Können wir vielleicht im Questbuch es uns in die ungefähre Richtung führen lassen? Was ich ja normalerweise nicht mag, Ausrufezeichen, Fragezeichen mäßig, aber... Bind to a Teleport Circle. Stand on a teleportation platform and press the recipe button on the right of the screen. Find the Bind Recipe Circle and use it. Ja, wird vielleicht doch das große Ding im Westen, im Osten da sein. Da hinten leuchtet auch was. Aber es ist ein Obelisk, wo das mit dem Code ist. Also hier auf der Startinsel sind schon ein paar interessante Sachen versteckt, wo man sich mit schon beschäftigen kann. Also der dreistellige Code und die ganzen Löffel fallen mir jetzt so ein. Jetzt müssen wir gucken und ich bin gleich wieder tot. Eventuell mal tot durch was anderes und nicht durch Gift, sondern durch, ja, doch wieder tot. Gab nochmal Erfahrungspunkte, aber halt keine Bonus-Erfahrungspunkte für eine neue Todesart. Es wäre ganz schick, wenn die mich tot gebissen hätte. Was jetzt komisch klingt, aber ja, ist halt mal so. Sei es drum. Ich hoffe, für euch war es ein interessanter erster Einblick. Und ihr konntet halt sagen, ja, das ist okay für mich, das will ich auch mal reinschauen. Oder, nö, absolut nicht. Dafür sind die Videos ja da. Nicht unbedingt zu überzeugen, sondern damit ihr euch selber eine Meinung bilden könnt. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video dazu. Bye, bye.